Hallo und herzlich willkommen zu F1 2018 in Belgien. Und der Gerät. Der Esel nennt sich immer zuerst Herr Tobias. Ich musste die Reihenfolge so abändern, dass James mich nicht nachplappern kann, weil er nicht damit rechnet, dass ich mich zuerst nenne. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Der James, Julian, der kann sowas analysieren, aber immer doch, meine Damen und Julian, Herren. Julian, drücke R. Jetzt! Oh, stimmt sogar. Hätte ich mal damit gerechnet, was ich sage. Immer, wenn du das sagst. Nee, nicht immer. Warum ist jetzt schon wieder gelb? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hamilton mir voll hinten drauf gekackelt. Guck mal, das, du kannst jetzt die Frage, warum war es jetzt schon wieder gelb, austauschen auch gegen, wer hat hier gefurzt. Weil das ist irgendwie 1:1 die gleiche Antwort bei allen. Warum ist jetzt schon wieder gelb? Ich weiß nicht. Lustig, ne? Ich trinke noch einen Schluck. Mach das. So, und jetzt konzentrieren. Ich hab grad 3 Plätze verloren, aber das ist mir egal. Schulter, was fährst du denn? Ich kann jetzt auch nichts mehr gegen machen. Dann fahre ich seit Qualifying und freiem Training so, da werde ich mich jetzt im Rennen nicht umorientieren. Der Ching darf nur einmal gezogen werden, oder? Ja. Ja, aber technische Defekte darf mit dem gezogen werden. Ja. Das ist richtig. Aber echte technische Defekte. Die Regel muss so angepasst werden. Das kannst du mir nicht nachweisen. Ich komme nach Bochum, das ist mir egal. Uiuiuiui. Die fahren doch fett, die Mercedes, oder? Was? Die fahren doch fett, die Mercedes, oder? Welche Mercedes? Ja, der Hamilton, der hinter mir ist. Weiß ich nicht. Der fährt auf Soft und klebt mir am Arsch. Das ist irgendwo ein Mercedes. Ja, ist auch gut. Kann sein, kann auch immer noch das Argument ist halt ein Mercedes sein. Jetzt Hammer Time. So, Hammer Time. Konzentrieren. Wer schiebt mich denn das schon wieder an? Ich nicht. Ja, ich weiß, du bist ja weit weg von mir. Weit weg von mir. So, jetzt stelle ich auch Fett Hamilton. Jetzt kannst du mir mal fett die Rosette knutschen. So. Geht mir auf den Sack, dass der Kerl mir hier so einen Pfeil einwendet. Uiuiuiuiuiui. Was ist los, James? Ach, ein bisschen die Rückseite. Ja, ein bisschen. Dein Heck ist nicht stabil heute, oder? Geht so. Lila Sektor. Was ist da los? Ja, Tito. Julian, ich weiß es nicht. Kannst du bitte keinen Staub aufwirbeln, da wäre ich dir sehr verbunden. Das wäre sehr lieb. Du musst den ja fressen, nicht ich. Ja, deswegen frage ich dich ja ganz lieb, ob du das nicht tun könntest, weil ich habe keinen Bock drauf zu fressen. Ich hab gehört, du magst Staub. Nee. Mag zum Beispiel Nudelauflauf. Ja, aber der kommt halt nicht raus, wenn James irgendwo mit dem Formel-1-Wagen drüber fährt. Nee, da kommt Kiesauflauf. Richtig, und den mag ich halt nicht. Habe ich schon mal probiert, der schmeckt mir nicht. Musst du vielleicht ein bisschen nachwürzen mit Knoblauch oder so, dann geht das eigentlich über. Ich muss so wie ich letztens die gut gewürzte Bolognese-Soße nochmal mit Knoblauch verfeinert habe für mich selber. In unserer Nudelauflauf waren bei Knoblauch drin. Also der war auch so oder so lecker. Bottas? Ist okay. Nee, ist okay. Aber das ist cool, ne? Ja, der ist ein geiler Dude. Den hab ich ganz doll lieb. Green Flag. Das ist schön. Wurde gerade in Bottas reingeschoben. Fand ich auch nicht so cool. Ja, nee, Bottas meint einfach, wenn die Strecke vor ihm nicht frei ist, dann macht er sich die frei. Dann hat er so einen Schneepflug. Finde ich, ist eine valide Taktik. Ja, genau. Nur sollte man dabei seine anderen Mitfahrer nicht rammen. Das wäre schon dann. Hätte mich beinahe das Rennen geschafft. Alter, warum schlingert das denn durch Rouge jetzt so? Weiß ich nicht. Was dachtest du, Marissa? Ich dachte, das wäre das Ziel des Spiels, die Welt zu rammen. Ja, von uns, aber nicht von der KI. Ha, DRS, du Schabracke, Ocon. Ist die Schabracke.
Jetzt bin ich da endlich mal vernünftig. Komm, Ocon, du gehörst nicht auf den, was ist das? Dritten? Vierten? Vierten. Du gehörst da nicht hin. Geh einfach weg. Ja, irgendwie dezimiert sich auch alles hinter mir. Ich hab mir spontan den Flügel angefahren. Ich fand das jetzt lustig. Ist jetzt hip. Super, Julian. Super. Ich drücke dir die Daumen, Matthias. Danke, danke. Ocon kam spontan ein bisschen nah. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Hätte etwas früher in der Kurve gebremst, als ich erwartet habe. Als ich antizipiert hatte. Am haben, sondern dran haben tun. Ja. Der korrekte Konjunktiv 8, bitte. Sollte ich jetzt auf Mediums gehen oder auf Soft? Hard. Medium. Mediums. Der Soft hält nicht lang genug. Ja. Das ist die einzige Option, die ich jetzt habe, ne? Naja, nicht die einzige, aber eine der erfolgsversprechenderen. Ja, ich sag mal, mit einem gelben Flügel fährt sich halt nicht so schön. Nee, auf der Strecke nicht. Ich hab's eine Runde probiert. Ja. War keine schöne Runde, Julian. Das glaube ich dir. Deswegen gehe ich jetzt auch auf Mediums. Ah, jetzt schlingert's. Schraubt mir bloß Mediums dran, sonst gibt's keinen Geld später. Ja, Nachtisch auch nicht. Exit, exit now. Hallo Julian. Hi Tobi. So, Undercut gegen Julian hat schon mal funktioniert. Kleiner Stricher, du. Ja, ausgesprochen Freiwillige. Das heißt, heute wird's mal interessant im Rennen. Ja. Warum, Schatz? Ist sonst langweilig? Oh. Ein bisschen hochgedreht, dein Sprit. Mein Sprit ist nicht hochgedreht, ich hatte nur DRS. Alter, diese Kurve kann ich nicht. Überhaupt nicht. Keine Ahnung, welche. Du hast ja diese links, rechts, links nach... Nach der langen Geraden nach Urush. Ja. Und danach kommt rechts, diese links, Rechtskurve, rechts. Die langsame Rechtskurve. Ach du, die kann ich nicht. Du musst nur da rausfahren, dann brauchst du da nicht bremsen, Julian. Ach ja, und du musst dich vielleicht 2-3 Runden an die Reifen gewöhnen. Die sind ein bisschen, die fahren sich ein bisschen anders. Ja, wobei ich mit den Mediums eigentlich besser klarkam, spontaner, als mit den Soft, muss ich sagen. Ja klar, aber die musst du ja trotzdem erstmal aufwärmen. Das ist korrekt. Und die Mediums sind ja trotzdem langsamer. Das ist auch korrekt. Als ich gerade die Bande berührt habe, ist nichts kaputt gegangen. Vorteilhaft. Das ist schön. Freut mich. Danke. Komischerweise hatte ich jetzt ein sehr unruhiges Heck in der Orange. Das hängt mit dem RRS-Einsatz zusammen, habe ich festgestellt. Also ich würde dir nicht empfehlen, mit einem Modus höher als 3 da durchzufahren. Ich habe schon mit gleich 3. Weiß das Spiel das auch? Mit 3 kam ich da gut durch. Ja, ich normal auch. Ich bin auch vorhin mit 4 gut durchgekommen, aber jetzt... Nee, bei 4 ist mir immer das Heck so ein bisschen... In Kombination mit dem Medium war jetzt 3 schon schwierig. Na gut, darum fahre ich den Medium hier nicht. Wie hieß der Kanal nochmal von dem Jungen, der den F1 fahren so ein bisschen schöner erklärt? Warum? Das hat so. Was, Julian?
Wie heißt der Kanal nochmal? James Ellenberg und Matthias. Genau, das müsste ich mir vielleicht mal anschauen. Ich auch mal eher als Selbstmanager, weil... Der erklärt auch, wie man Kurven fährt, wie man richtig bremst und was man bitte nicht tun soll. Kein Stechen. Zum Beispiel zickzack auf Geraden fahren. Ich bin nicht zickzack gefahren. Fake News. Your Fake News. Kampflinie, James, das ist Kampflinie. Gegen meinen eigenen Teamkollegen. Ihr müsst sehen, er hat Alkohol getrunken, also das gerade fahren ist... Ja, ich glaube, Alkohol trinken ist auch so eine Sache, die man nicht tun das sollte. Das ist prinzipiell nicht das Problem. Das Problem ist, ich bin halt einfach scheiße. Ja, mein Lenkrad ruhig halten kannst du zur Not auch durch Einstellung Todzone erreichen, ne? Ja, Lenkrad ruhig halten ist das Thema. Da habe ich selbst eine Theorie mittlerweile aufgestellt. Ihr kennt ja den Nystagmus, den ich habe, dieses Augenwackeln. Wie sieht das gerade aus, was er macht? Und das Thema ist, ich korrigiere vielleicht immer nach, weil ich das unterbewusst mache. Ja, aber weil ich fahre auch im Umsi geradeaus relativ unruhig, wenn euch das mal aufgefallen ist. Todzone. Es gibt einen Grund, warum er im echten Leben kann, was wir haben. Richtig. Julian, dieser Grund ist ja berechtigt. Das erklärt nicht, warum du beim Verteidigen mehrfach die Linie wechselst. Ach so, ja, nee, das ist Unfähigkeit. Ich meine einfach nur dieses gerade Fahren, dass ich das halt relativ unruhig mache. Ja, das ist Unfähigkeit. Ich weiß, dass du es nicht tun sollst und tust es trotzdem. Das ist dann Unfähigkeit. Ach so, nee. Tobi, ich steuere das doch nicht, was ich hier mache, großartig. Ich fahre einfach nur. So. Ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr mit den Regeln und den Taktiken beschäftigen, damit ihr da auch eine allgemeine, schönere F1-Experience bekommt. Wir sagen es dir ja, was du falsch machst und was du anders machen kannst, könntest, solltest. Ja, dafür fehlt mir nur leider das Training, das umzusetzen, weil das Problem ist, wenn wir jetzt das aufnehmen und eine Woche später nehmen wir das wieder auf. Hast du eine ganze Woche Zeit? Habe ich eine ganze Woche Zeit, in der ich leider wenig Zeit habe. Ja, weil du jeden Abend die Streams von Larissa gucken musst, oder warum? Nee, ja, das geht abends ab spät. Ich muss ja dann irgendwann noch arbeiten und Bachelor machen und... Und nichts gegen meine Streams hier. Eben. Das ist 1A-Qualität beim Grinden. Immer die gleichen Mobs, immer die gleiche Taktik. Ich sehe kein Problem da. Nein, das ist halt, mir fehlt auch, ehrlich gesagt, okay, ich will jetzt nicht wieder auf diese Motivationsschiene gehen, aber ohne euch spiele ich kein F1. Ich sollte das vielleicht Karriere tun, aber ohne euch mache ich das halt nicht. Das ist halt das Thema. Mach meine Karriere. Ja. Film die mir dann einfach. Dann lache ich mich kaputt. Ich will das nur Alter Stroll, warum bleibst du denn fast stehen? Motivationsschiene schieben, weil das ja euch gegenüber etwas unfair wäre, deswegen. Ich habe nämlich die Deutschlandaufnahme nochmal angeguckt und ich kann wirklich ein bisschen mehr Motivation ausstrahlen, das wäre schon... wäre schon wünschenswert. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Right, come in at the end of this lap. Du könntest auch mal ein bisschen schneller fahren, ne? Bedenke, er hat 39 Sekunden hinten dran, also schon ein bisschen langsam. Bedenke, er hatte einen Boxenstopp und Medium-Reifen, ne? Er hat schon einen Boxenstopp, ja. Ja, aber der kostet keine 40 Sekunden. Ja, aber Medium-Reifen. Mit Flügelwechsel. Dann sind wir bei 25. Ja, und Medium-Reifen. Guck mal, wie in den guten alten Zeiten jetzt. Gerade Tobi und ich auf einer Seite, wie damals, wo wir noch ein Mercedes-Team waren. So, da ich jetzt aber gerade auf Höhe Tobi bin, in der, so also im Anflug, was ich, in einer halben Stunde landen wir dann auch. Stoll einholen. Ja. Stoll darf nicht vor dir sein. Nee, das ist richtig. Ja, die Dinge, die ja auch dürfen alle nicht passieren. Ich muss ja nur noch einmal in die Box. Ich fahre ja Medium-Reifen jetzt. Ich plane nur noch einmal in die Box zu fahren. Sagen wir es mal so, das ist realistischer. Weiß, was Mediums du mir sagen müsstest du eigentlich gar nicht mehr in die Box. Damit kann ich zu Ende fahren? Ja, aber das denke, Julian hat einen extrem hohen Reifenverschleiß. Pit in this lap, a
Ja, wir schauen mal. Gut, mein Reisebeschleiß ist auch nicht gering nennen, aber... Wir schauen einfach mal. Würde ich sagen. Das ist das Schlauste, was man machen kann. Ja, das ist richtig. Ich werde ab und zu mal auf die Reifenstatistik wechseln und dann kann mir ja die reizende Person, die neben mir sitzt, sagen, wie hoch die Prozentzahlen sind. Wunderbar. Okay, I see, I believe, I know the strategy of Ferrari. Tobi ist unsere Ausweichstrategie. I believe I can fly. Die fahren, rot-gelb-gelb. Ne. Der Schulte schon. Okay, you only have to stop once now. Also meine Ursprungsstrategie ist gar nicht so verraten, weil die ist ja eh nicht mehr da. Ich bin gleich auch nicht mehr da, wenn ich so weitermache. Alles cool, nichts passiert. Konzentriere dich lieber auf dein Rennen als auf deine Ursprungsstrategie. Ja, die wäre rot-rot-gelb gewesen. Der Schulte fährt rot-gelb-gelb. Vielleicht fährt er gelb auch gelb-gelb-rot. Ne, einen roten hat er ja schon gehabt. Oder gelb-rot-gelb. Was ist, wenn er rot-gelb-rot fährt? Geht auch. Glaube ich nicht, dass er das macht. Es gibt, James, es gibt unzählig viele Möglichkeiten! Das war Julian. Nee. Das ist richtig, es gibt auch die Möglichkeit, dass Julian gleich in die Wand abfliegt. Das ist gerade passiert, aber noch fahre ich. Aber warum sollte ich die Reifen wechseln? Noch ist meiner gut. Umso besser. Nur ich bin gerade nicht so gut. Da bin ich leider in der Rouge abgeflogen. Hui, Hamilton. Hallo. Ja, bitte, Jeff. Bei dir. Oh, Alter, fährt sich das scheiße immer fühle. Fährt sich auch ganz schön scheiße mit einem Hamilton im Nacken. Das glaube ich dir gerne. Jeff, sag mir was ich noch nicht weiß. Alter. Your lap times are falling off. Ja, mit einem fehlenden Flügel. The distance to the leader is 14.5 seconds. Na. Bremst doch, du Scheißkarre. Ja, gut, lassen wir ihn fahren. Ich komme mit dem Karren nicht klar ohne Flügel. Ja, Julian, langsamer fahren. Ja, das versuche ich ja. Ich darf ja auch nicht jetzt zu viel Zeit verschwenden. Ja, verschwend lieber Zeit. Du verschwendest mehr Zeit, wenn du die ganze Zeit rausfliegst. Ich fliege ja nicht die ganze Zeit raus. Ja, aber du verschwendest schon dann mehr Zeit, wenn du es einmal machst. Also fahr einfach langsam zurück. Das ist genau wie Leclerc in Monaco mit dem Unterboden. Oh. Ups. Ja. Ich war in der Box. Bin vielleicht an der Box einfach. Wollte ich nicht einfach. Nee. Oder einfach der sechste oder fünfte Start oder was auch immer wir hatten, weil es nicht dann. Aber Julian ist in der Boxeneinfahrt gescheitert. Hallo gesagt. Ohne Flügel wahrscheinlich dann, ne? Ohne Flügel, ja, ja, komplett, der war weg. Matthias, tut mir leid. Alles entspannt. Ne? Ich wünsche dir jedes Glück. Das war hinter mir. Das habe ich dich nicht gefragt. Fahrer hinter mir. Hamilton geht euch wieder auf den Sack. Möchte anmerken, Belgien und ich bleiben auch weiterhin keine Freunde. Ach Julian, weißt du, ich habe hier auch schon schlimme Rennen erlebt. Und ja. Ich möchte gerade mal wirklich ernsthaft den Disclaimer loswerden, ja. Ich habe mir wirklich als Ziel gesteckt, motivierter zu sein, und das war jetzt kein, ich werf das Rennen weg. Das war sogar wirklich jetzt ein Fehler. Ja, das passiert ja schon. Möchte ich nur so Fehler anmerken. Ja, weil ich weiß, dass man das nach meinen letzten Motivationen vermuten kann. Deswegen möchte ich das gerade mal so loswerden. Ja, aber Fehler machen darfst du, Julian. Das ist ja gar kein Problem. Das ist richtig. Ich wollte es nur gesagt haben. Nur zweimal den gleichen Fehler machen, ohne daraus zu lernen, das ist doof. Aber das gilt für jede Situation im Leben. Ja, ich bin bisher immer unterschiedlich rausgeflogen. Für mich.
Du musst nicht viel tun. Das X drücken, Julia. X drücken. L2. Ich kenne das Prozedere. L2 muss ich drücken. Okay, gap ahead is 11.6 seconds. They're on old super softs. Their tires are 10 laps old. Hier? The time last lap was a 1.53.0. James, du cheatest. Warum? Ja, mein Jeff sagt mir gerade, deine Reifen sind erst 10 Runden alt in Runde 11. Ja, ist ja richtig. Ja, aber plus die Quali, ne? Ja, die zählt er ja nicht mit. Achso. Dann cheatest du nicht. Dann ist Jeff noch einfach ein bisschen blöd und kommuniziere. Wollen wir mal tauschen lassen? Tatsache. Obwohl, ja, ist ja egal, wenn ich die Probe treffe. Denk dir die Quali einfach dazu. Waren zwei Runden. Jo. Alter, wie lange hält denn dein Reifen? Gut, ne? Ich weiß nicht, was so gut ist. Ich habe eine ambitionierte Strategie. Ja, die hatte ich auch, aber die war mir zu ambitioniert. Also wenn das die ist, wenn ich denke, dass sie es ist. Ach, die will ich haben. Und jetzt zurück. Und Bottas war zwischenzeitlich auch in der Box. Ich weiß nicht, Hamilton ist auf Soft gestartet, kann das? Ja, das müsste hinhauen, ich hab's aber nicht genau verfolgt. In der Box war er noch nicht. Meines Wissens nach. Hätte mich auch sehr gewundert, aber der ist jetzt mittlerweile auf seinen... Ich kann ja mal fragen. Fahrer vor mir. Der ist 11 Runden lang in seinen, auf seinen Reifen. Auf seinen Soft. Dann ist er damit gestartet, ja. Ja, deckt sich. Ja, Bottas ist mit Soft gestartet, das hätte ich auch beantworten können. Ich meinte Hamilton. Bottas hängt am 8. Platz. Der war gerade in der Box. Dann ist er mit Supersoft gestartet. Der fährt jetzt am Supersoft. Kann das sein, dass die Supersofts jetzt in die Box gehen? Die Supersoft 2 Stop waren schon. Hm. Aber. Okay. Nicht ja, aber. Nee, ich sag ja nichts. Ich find's nur schade, du hast niemanden mitgerungen. Mitgenommen. Ja, da war auch keiner da. Das kommt ja, aber also niemand mitgenommen. Wenn du in der Boxeneinfahrt geschrottet hast, bist du wieder auf die Strecke gespawnt. Ja, aber da habe ich Matthias mitgenommen, den will ich nicht mitnehmen. Ja, diesmal hätte ich Mal wäre das können. Nicht das Problem gewesen, er wäre weit genug weg. Ja, das ist richtig. Die Strecke ist ja lang genug. Das muss man ja. Ja, und ich wäre eventuell darauf prepared gewesen, weil das war so ein Erlebnis in Großbritannien, ja, das vergisst man nicht. Kann ich verstehen. Das ist ein sehr einschlagendes Erlebnis gewesen, ne? Ja, ja. Hat dem Reifen noch nicht so gut getan, ne? Es ist sehr schön, wenn man jemanden anderen fahren lässt. Falls ihr Fakten, Infos wissen wollt zu euren Mitstreitern, ich habe die Liste. Und ich kann sie auch lesen. Sehr gut. Das ist ein erheblicher Vorteil, muss man sagen. Ja, ich muss keine Lupe hervorholen, um dann die Liste zu lesen. Lupe ist geil. Da nichts gegen Lupe. Lupa. Lupe. Doch, ist doch ein Auto von VW, ne? Schatz, diese Woche gucke ich dir schon wieder zu. Er ist ein Lehrer bei Harry Potter. Fair. Er kennt ihn nicht, den guten alten VW Lupe. Der ist Lupe. Professor Lupe. Verwandelt sich bei Vollmond in eine Lupe. Julian? Ja, bitte? Nur weil du meine Witze erklärst, werden sie nicht besser. Ja, ich weiß, aber ich dachte, wenn ich deinen Witz erkläre, ruiniere ich ihn wenigstens. Nein. Und versteht ihn wenigstens der Zuschauer. Nein, ja, oder. Oder. Willst du unsere Zuschauer als dumm bezeichnen? Eure Zuschauer als dumm bezeichnen?
Hast du gerade meine Zuschauer dumm genannt, du Dummbeutel? Nein, du hast sie dumm genannt, du Dumm. Ich kann nicht über der Dummbeutel sagen, das geht ja nicht. Vater. Ja, sehr unkreativ. Kotlecker. Nee, ich muss mir gerade ein Sackrattenträger ist auch schon. Sackrattenträger, dankeschön. Für sich selbst zu beleidigen. Ja, du, ich kann das ab. Tobi arbeitet sich langsam vorwärts oder schläft nach vorne, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Er schläft sich nach vorne. Würde ich jetzt hier nicht sagen, ich hab was. Jetzt ist es soweit, dass die KI nach und nach in die Box geht. Oh. Also Gasly ist gerade nochmal kurz auf Startziel aufgeploppt währenddessen, aber das ist ja normal. Ja, Gasly kann das. Also alle wie immer. Ja. Das kennen wir ja alle schon. Diese die Kamera ist auch wieder Bombe. Hinüber. Entirely dead würde der Mann vor mir es nennen. Die Heulsuse. Ah? Alonso kämpft gegen Tobi. Oh, bisher konnte Tobi noch keinen. Tobi, pass auf, der alte Mann ist bissig. Einmal über den Rasen und eingeholt. Mit alten Mann meine ich ausnahmsweise nicht James. War irgendwie gerade sehr against the rules, aber war great, genau. Wer ist in dem Case der alte Mann? Okay, Alonso. Was macht Ocon da? Warum fährt er da so langsam? Platten? Weiß ich nicht. Nein, der ist in dieser schnellen Linkskurve so langsam gefahren, dass ich außen vorbeifahren musste, um keinen Unfall zu bauen. Aber du hast ihn eingeholt. Und ich war noch im Track Limits, ne? Du hast 10 Sekunden auf Bottas. Ja. Aber Bottas wird vermutlich Grosjean jetzt einholen. Er hat Grosjean. Grosjean. Grosjean ist schon in Ordnung. Grosjean, ja. Ja, Grosjean wurde eingeholt. Ja. Auf den hast du jetzt aber auch 10. Etwas mehr als 10,5. 10,7. Der ist aber auch seit 14 Runden auf Supersoft unterwegs. War ich auch. Und wie fährt sich der so gegen Ende? Nicht schön. Ja, das glaube ich dir gerne. Beschissen genug, dass ich meinen Boxenstopp etwas vorgezogen habe. Ah ja. Tobi, du bitte? Musst schneller werden, dann kann ich dich wieder kommentieren. Ja. Vorher nicht. Hey. Bremst da mal. Ja, wenn du dir das selbst das Rennen versauen möchtest, kannst du das gerne machen. Ich weiß nicht, wen von euch dreien ich zuschauen will, weil irgendwie sieht alles gerade nicht spannend aus. Nein, aus. Ja, spannend ist auch immer relativ, weil die Abstände momentan halt relativ hoch sind. Ja, deswegen sag ich ja. Ich will ja nicht der KI zugucken. Kann ich nachvollziehen. Hä, der hat mich nicht gesehen. Hey, cool, ich kann die Kurve wieder Vollgas fahren. Ich hatte dich gesehen. Weiß ich nicht. Ist dann dort dein Chef heißt also die Rose of Blanchiment. Wollte ich vorher nicht Vollgas fahren. Hammer, ich bin jetzt in der Box. I'm in the lead! Entschuldigung, ich muss das mal kurz wieder sagen. Ist irgendwie aus der Mode gekommen. Ja, under pressure. Under pressure. Dum 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 da da dum dum. Dum 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 dum. Irgendwen triggerst du immer damit. Ich. Und das ist gut. Hamilton hat jetzt Outlap bei sich stehen. Ja, der war in der Box. Hm. Achso, der ist noch nicht drauf. Das verstehe ich. Damit der fährt der eine Runde. Hab ja die leise Hoffnung, dadurch, dass der Supersoft fährt, dass er Matthias irgendwann auf den Sack geht und Matthias mit ihm kämpfen muss und dadurch Zeit verliert. Das ist deine Hoffnung? Das ist meine Hoffnung. Ja, hoffe ich natürlich das Gegenteil, um das Team Ferrari zu sterben.
Aber wie lange hat der Outlap da stehen? Eine Runde. Nicht nur eine Runde. Okay. Eine Runde auf Spaß halt auch lang. Ne? Ja, der muss doch gerade eben erst aus der Box gekommen sein. Hm. 7,3, Tobi. Was? Ach ja, du bist ja nicht blind. Hier muss ich das nicht dauernd sagen. Ja, außerdem hat Jeff mir das auch gerade durchgesagt. Genau, eine Sekunde nachdem du das gesagt hast, kommt Jeff auf die Idee, mir das mal zu sagen. Siehst du, Jeff, ich bin besser. Das ist nicht schwierig. Das sowieso. Statusrekord. 12 Runden zu fahren. Nicht ganz. Knapp 26 wahrscheinlich so um den Dreh. Ja. Genug. Sagen wir es einfach so. Ja, genug akzeptiere ich. Ja, ist okay, Jeff. Mach ich. Das dürfen sie auch halten, Jeff. Oh. Irgendwo gelbe Flagge. Kaution. Okay, clear. Ja, da ist ein... Hamilton ist raus. Oh, Hamilton qualmt. Hamilton ist raus? Hamilton ist raus. Hamilton. Da hat der Mercedes-Motor den Dienst quittiert. Sehr schön. Das ist schon mal ein... Ding ist weniger. Oh, lila Sektor. War das nicht James' Hoffnung oder war Bottas James' Hoffnung? Eigentlich war Hamilton meine Hoffnung. Dass er halt Matthias in einen Kampf verwickelt. Oh, ich hätte nur vorbeigelassen. Das hab ich vorhin auch gemacht. Da gegen Supersoft, warum soll ich da kämpfen? Hm? Kostet nur Reifen. Die New Lab Record. Sehr schön. Ja, ich kann auf dem Reifen fahren, wäre nicht so. Nee, ich bin auch nur im Sparmodus. Ich bin im normalen Modus, das reicht um zu sparen. Ja, passt schon. Ja, reicht. Ich bin gerade auch nicht irgendwie auf letzter Rille unterwegs. Es ist sympathisch, dass es sich etwas bewölkt ist, hier den Bremspunkt in die 180 Grad Kurve. Hui. Upsi. Upsi klingt gut. Da ist nichts passiert. Klingt trotzdem gut. Waren jetzt 3 Zehntel. Weil in einer Kurve tendenziell zu früh gelenkt. Is 7.2 seconds.
Tobi, das möchte ich von dir nicht hören. Vor der Rouge rechts die Bande berührt. Ja, der Ui möchte ich von dir nicht hören. Okay. Aber er ist mittlerweile auf dem vierten Platz. Das ist schon mal gut, damit kann ich umgehen. Solange wieder auf sein Medium zu Ende fährt, ist alles gut. Der Tobi? Müssen wir mal gucken. Haben die halt irgendwie 40 Runden? Ja, die sind definitiv nicht mehr zu fahren. Ja, die zwei Runden mehr hält er auch. Ach, schon sehr gleichmäßigen Reifenverschleiß. Ich auch, auf dem Soft. Gut eigentlich. Möchte mich auch nicht beklagen gerade. Tobi holt auch minimal auf, glaube ich. Mahalin ist ich jetzt nur noch 31 Sekunden hinter mir. Ja. Jetzt schon wieder ein Force India steht da. Wo ihr gleich hinkommt. Ja, Motoren morden die Strecke. Ja, Hamilton und Ocon sind ja nicht mehr dabei. Und das ist so drei raus. Ja, ich auch nicht. Ich halt ja, und Julian. Julian ja auch. Ja, ja. Aber ich glaub, das stimmt, hatte ich vergessen, Entschuldigung. Alles gut. Ja, die Aston Martin Red Bull Arschkamera finde ich auch immer noch wunderbar. Ja, siehst du endlich mein schönes Auto. Das sehe ich ja, wenn ich selbst fahre. Nee, das ist ja nicht schön. Boah. In der 18. Saison ist das noch schön. In 3 Wochen ist es sogar eine Gurke. Beschreibe warum, ich hab das noch nicht so ganz gesehen. Oh nein, Entschuldigung, in 2 Wochen. Ich muss ja von heute ausgehen, wo das gesendet wird, in 2 Wochen. Jetzt konnte er sich wieder ein bisschen absetzen. Bin jetzt 6 Runden raus. Bla bla blub. Ja. Mal sehen. Falsches Bier. Hast du sie in die leere Flasche gegeben? Immer noch besser als die Kippenflasche, ich sag's euch immer wieder. Ja, es gibt hier keine Kippenflasche, das ist relativ simpel. Ja, ich sag's nur, draußen. Beziehungsweise die steht auf dem Balkon und die trinkt keiner von uns. Ich sag's nur für einen allgemeinen Fall. Ne? Ist mir mal passiert, es ist super. Macht viel Spaß. Echt? Nein. Nein, ist das wirklich mal passiert? Ja, das ist mir wirklich mal passiert. Weg dann wie Martin, ne? Ja, so ungefähr. Der Vergleich ist treffender, als man denkt. Sorry an alle Martin-Trinker, aber mir tut's nicht leid. Das schmeckt ja auch scheiße. Oh. Ich kann aber was. Jeff, lass mich doch in Ruhe. Jeff, lass mich in Ruhe, Jeff. Matthias, ich schau dir jetzt. Leave me alone, I know what I'm doing. No pressure.
Moritz. Druck habe ich nur im Reifen. Wunderbar. Ich auch. Relativ gering. So, personal best. Lila Sektor. Hatte ich da gerade auch. Eingelenkt. Ich tu mal so, als ob ich fahren würde. Auch gut. Denn gewonnen. Ja. Jesus, was passiert jetzt? Hast du viel Zeit verloren? Ja, da war ein kleiner Fehler in der Runde. Ah, oh, wirklich? Hat über eine Sekunde gekostet. Ja, das kommt hin. Was suchst du? Mein Handy. Hab ich gegessen. Ah. Ist ja auch ein Apfel. Boah, war der gut. Jeder Sektor. Schön gesund. Ich weiß nicht, wie ich das meine. Ich bin auch nicht drauf. Ja, das findet sich schon wieder. Die Aussage, ich sitze auch nicht drauf, würde ich nachprüfen. Später. Ich bin gerade beschäftigt. Muss Final Fantasy spielen. Wurde zum Grinden versklavt. Hilft mir, wenn ich dreimal zwinker, dann hab ich, dann geht's mir nicht gut. Ich find, ich find gut, dass du das machen musst, muss ich das machen. Es sind 7 Sekunden. Du kannst doch vorbeikommen, morgen ist Feiertag. Den morgen sind wir woanders eingeladen. Den sehe ich nicht. Ich glaube, langsam müssen wir jetzt den Speicherpunkt zurückstellen und die Bomberseelen einlösen. Okay. Ich glaube, wir haben da ein paar. Was ist das denn? We're approaching the pit window. You'll be on the super salts. Ich such derweil mal mein Telefon. Im zweiten Sektor ist der Ferrari nicht so gut. Ah, der ist auch kurvenreicher als der erste und der dritte. Ja, weil Ende erster Sektor ist Matthias immer wieder ein Stückchen weiter weg, um dann am Ende der Gesamtrunde wieder näher dran zu sein. Ja. Ja, der zweite Sektor ist halt besser für den Red Bull, weil der so kurvenreich ist. Das würde ich so unterschreiben, ja. Während 1 und 3 ja mehr oder weniger Topspeed sind. Ja, das ist auch richtig. 1 und 3 sind so die Flatout-Sektoren. Ja. Ich glaube, die falten hin. Okay. Finde ich nicht gut. Etwas schlaft. Hilfe. Ja, ich meine natürlich, dich zu wehren. Was? Du bist alt genug, um dich zu wehren. Nee, ich bin nur mal abgefahren.
Ich werd sonst geschlagen. Ich will für diese Auswahl, dass ich das Teil bestätigen nur noch. Ich will das noch nehmen. Und Matthias, wann ist Boxenstopp bei dir? Morgen. Morgen. Müsste doch gleich soweit sein, ne? Es gibt noch einen Boxenstopp, ja. Ja, müsste ja gleich soweit sein. Nee, morgen ist er. Wenn das Rennen schon vorbei ist. Nee, Matthias muss auf jeden Fall nochmal in die Box. Also, ich traue dem Softreifen wirklich eine Menge zu, aber nicht 36 Runden. Ja, aber wir werden dir doch jetzt nicht verraten, wann er in die Box geht. Ach, der fährt die gleiche Strategie, die ich ursprünglich eingestellt hatte. Ich müsste nur auf das Foto gucken. Ja, das würde dir nur halt den ganzen Spielspaß rauben, James. Quatsch. Irgendwas Anfang der 30er. Ich bin mal Ende gespannt, wie das 20er, Anfang 30er. Ja. Da habt ihr mir ja gesagt, da wird das nochmal alles ein bisschen schwieriger. Da werde ich wahrscheinlich noch beschissener fahren. Das wird schwieriger. Wir haben ja da den Trainingsfreitag, also von daher kann ich mir das ja mal angucken, wie das so läuft. War das schon wieder ein Fehler in der Runde? Ob das schon wieder ein Fehler in der Runde war? Nö, das sind jetzt die Reifen. Die fangen langsam an. 6 Zehntel. Oh nein. Nach 15 Runden oder was du da drauf gefahren bist? Oh, nicht ganz. 18. Zieh. Ja. Halt. Hat er gut gemacht, ne? Charges high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Okay, remember to pit this lap. Okay, the gap behind is 5.5 seconds. So, ich bin jetzt fertig mit dem Training, ich kann die Strecke jetzt. Wir können jetzt anfangen mit dem Qualifying und Rennen. Ah. Witzig, Tobi. Na, ist wirklich so. Muss ich jetzt herzhaft lachen. Ich hab die Strecke jetzt besser drin als am Anfang des Rennens. Ja, toll. Wegen dir habe ich mich übrigens verbremst. Natürlich, ist jetzt meine Schuld. Ja, wegen diesem furchtbaren Spruch. Ja, sicher, hab. Klar, ist klar. Ja, ich sag nichts mehr, liebe Zuschauer, tut mir leid. Nee, Tobi, sprich bloß weiter. Also das kannst du dir jetzt nicht anders machen. Ja, Bottas ist nochmal schneller. Nee, der fährt ja auch auf frischen Soft. Nee, wir boxen nicht diese Runde. Aber ist okay. Warum willst Jeff du denn die Runde okay. boxen? Die hat dir gar nichts getan. Na, Jeff meint, ich fahr jetzt in die Box. Ach so. Ja, das Chef soll in die Box fahren. Nein. Der fährt ja auch mit, das haben wir ja schon gesagt. Ja, dann soll der in die Box fahren, so. In die Jogs. In die Jogsbahn soll der dann.
Was? Da kam mir gerade ein LKW entgegen. Ein LKW? Nein, der parkt da an der Tribüne. Das irritiert mich auch. Da sind mittlerweile zwei. Ja. Und da vorhin nur einer, oder was? Ja, ich hab vorhin, die ersten Runden habe ich gar keinen gesehen, dann habe ich einen gesehen, jetzt sehe ich zwei. Vielleicht verändert sich die Strecke ja während des Rennens. Hast du getrunken? Weniger als Julian. Apropos Problem. Ja. Ja? Ja. Danke, genau. Und du? Hörst du auch deinen Reifen noch durch, James? Ich gehe davon aus. Steph, ich muss dich leider enttäuschen, aber ich komme jetzt nicht in die Box. Ah, Vierter bin ich. Ja, Status-Update. Das also wollte ich halten, jetzt haben. Halten sollten die Reifen. Jeff hat mir jetzt einen Status-Report gegeben. Das ist aber nett von ihm. Ich muss ihn da immer noch fragen. Ne, ich habe ihm nur erzählt, dass ich jetzt nicht in die Box komme. Und da hat er gedacht, ich könnte einen Status-Report gebrauchen. Ach so. Also hast du ihn theoretisch auch dann noch gefragt, ohne ihn dann noch gefragt zu haben. Richtig. Gut, sehe ich ein. Fahrer vor mir. Er ist 7,3 Sekunden vor dir und hat 19 Runden auf seinen Zock. Ich finde, man sollte auch demnächst mit Jeff kommunizieren können, indem man Hey Jeff ruft. Lass, ja, weil die normale Sprache nicht so gut funktioniert. Genau. Das würde aber voraussetzen, dass das Spiel von Apple programmiert wird und das fände ich nicht gut. Ja, du kannst es ja auch mit okay ansprechen, das ist mir auch wurscht. Du kannst auch okay Jeff sagen, aber das macht nicht. Schulte, noch eine Runde. Im Kontext wie wir sind. Increase ERS deployment. It's time to use some of this charge. Hier, was du vorhast. Er steckt gleich auf Supersoft um. Ja, versucht den Soft jetzt ewig in die Länge zu ziehen. Du machst jetzt Ultrasoft. Ja. Matthias ist der Einzige, der ein Ultrasoft mit hat. Ah ja? Da vorbeigeschummelt an der Jury. Ah ja, da hat der gelbe Sticker drauf geklebt, aber eigentlich ist das ein lilaner. Ja, mit Pirelli so ein Deal oder was? Ja. Ja, das sind ja beide Italiener. Pirelli. Ja, irgendwie zu den Menschen, die Pirelli nur mit Kalendern in Verbindung bringen, in denen halbnackte Frauen zu sehen sind. So, definitiv ein gutes Produkt. Warum wusste ich, dass genau diese Antwort von genau diesen Menschen kommt? Wenn es um halbnackte Frauen. So kein Internet? Nein. So wie das Produkt gab es vor dem Internet. Das war damals in der grauen Vorzeit. Ihr kennt das nicht. Als wäre das vorgestern gewesen. Ja. Seit vom Internet? Ja. Seit vom Internet? Ne, die kenne ich wirklich nicht. Tobi auch nicht. Ich glaube, die kennt. Internet ist drei Jahre älter als Tobi. Richtig, aber es gab eine Zeit, wo ich einen Computer hatte, aber kein Internet genutzt habe. Ja, die gab es auch mal bei mir. 3D-Pinball, beste Film. Oh ja. Hm. Ich suchte damals. Ich weiß noch ganz genau, Schulte, dass ich damals schon in Excel-Fahrpläne getippt habe. Excel-Fahrpläne? In Excel-Fahrpläne. Wird jetzt durch. Ja? Wie gesagt, ich traue dem Software viel Hobby zu, aber nicht 36 Runden. Ja, das war damals schon so. Ja, ist doch auch nicht verkehrt. Kann doch ein Hobby haben. Weißt du, was ich mich dann aber frage? Bitte. Das ist eine ernsthafte Frage. Warum bist du dann nicht zum Beispiel in Richtung Verkehrsingenieurswesen gegangen? Ja.
dein Hobby zum Beruf zu machen, quasi. Das? Ist echt eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich hab ja immer die Sorge, wenn ich das beruflich mache, habe ich da nicht mehr so viel Interesse dran, wenn ich das täglich machen muss. Das ist aber eine berechtigte Sorge. Das gibt es bei vielen tatsächlich. Das ist sogar ein guter Grund. Also meist lieber auf freiwilliger Basis dann, wenn ich Lust dazu habe, und kann dann immer noch Leute kritisieren, die es schlechter gemacht haben. Okay, ja gut, das kann ich dann verstehen. Ja Tobi, da habe ich aber wieder ein Gegenargument. Du hättest in deinem Job dann einfach nur so gut werden müssen, dass du es nur andere machen lassen kannst. Das ist richtig. Ja, aber nur den Weg musst du ja erstmal gehen quasi, ne? Das also, gilt immer so. Ne, da wie war das? Ein Experte ist jemand, der in seinem Feld alle möglichen Fehler gemacht hat. Richtig. Also du müsstest das heißt, ja erstmal Matthias jetzt aus, indem er ausfällt den Soft Rifle, bis es gar nicht mehr geht. Wenn der Platz, dann kann ist er ja spät. Ruhig machen. Ja, der hat ja schon eine Strategie. Ich glaube an meinen Teamkollegen. Ja, ich sag ja, die Strategie von ihm sieht vor, so lange den Soft Rifle zu ziehen, dass er auf Soft Super Soft gehen kann. Wie alt sind die Reifen von Bottas? Die ist ja in 7 Runden alt. Komm, wir fragen ja halbe Ewigkeit. So, sollte. Ja, in diesem Rennen sind 7 Runden auch eine halbe Ewigkeit. Ach ja, stimmt. Ja, schon. Viertelstunde, ja, das kommt hin. Ja, fast 2 Minuten pro Runde. Ist das fast eine Viertelstunde, ja. Gibt es für Form 1 Rennen einen zu lang, also für Kurse? Ja, wenn die 2-Stunden-Regel überschritten wird. Nee, aber die Kurslänge ist davon nicht betroffen. Achso, Kurslänge, ja. Gibt nur einen zu kurz. Das weiß ich aber. Außer Monaco. Irgendwie eine Obergrenze. Ich wollte gerade sagen, Monaco ist die einzige Ausnahme. Die Strecke darf zu kurz sein. Ja. Ich glaube, da ist auch jeder Fahrer dankbar, dass die zu kurz ist. Entschuldigung, Tobi. Ja. Die Fahrer fahren die gerne. Nein, meine Frage wäre gewesen, ob es irgendwie halt irgendwann gesagt wird, okay, die Strecke ist jetzt 10 Kilometer lang für eine Runde und noch länger wollen wir nicht. Demnächst schicken wir die Rennfahrer so einfach über den Profi. Dortmunder Ball. Wer ist ein Profi? Mit Baustellen! Und Eriksson. Und Polizei. Ja. Damit die 2-Stunden-Regel. Erst wollte er zum Ausweichen ins Gras fahren und dann wusste er nicht mehr wohin. Also ihr habt es gehört, 2022 Dortmunder Wall als Strecke kommt dazu. Ist auch eine Innenstadtstrecke. Ganz bestimmt, weil man dann nicht Air Berlin nimmt. Air Berlin? Ne, die sind leider. Ja, der war jetzt nicht schlecht. Schon bessere gehört. Ich habe auch gesagt, ja, aber auch schon schlechtere, ne? Also James, du musst mal... Ich sag nur Pennsylvania. Ja, genau, Pennsylvania. Der kommt nicht von mir. Ja, aber den hast du uns vorgetragen. Den habe ich nur rezitiert. Ja, richtig. Ohne dich hätten wir ihn nicht gekannt. Ohne dich. Das ist alles Geld in Kirchen. Ist das jetzt die Art und Weise, in dem Ruhrpott zu sagen, ohne dich ist alles doof? Nein, weiß nicht. Die Art, also, das zu sagen, in Dortmund. Ja, ich verbinde Geld in Kirchen auch mal. Das Negative nicht verdient. Ja. Du warst schon mal in Buhr, du weißt, wie es da aussieht. Ja, aber das hat das Negative nicht verdient, mit Gelsenkirchen verglichen zu werden. War auch schon sogar in Gelsenkirchen, meine ich. Doch, ich ja klar! Ja, man fällt ja auch uns bin mal ja durch. Mit Sven, ich bin mit Sven den SCV gefahren, zwischen Essen und Gelsenkirchen. Ich war schon auf jeden Fall in Gelsenkirchen. Tobi, was ist los? Tobi, was ist los? Ist ja auch warm. Ach, es geht sogar temperaturtechnisch schon gerade so. Ja, du fährst auch nicht mehr. Ein ja, ist richtig, aber es ging auch vorher. Der Rouge gewählt, der leider übers Gras führte. Oh, das ist gefährlich, Tobi. Ich mach das mal nicht. Ja, Ach, willst du nicht nochmal? Oh, Julian, hör doch mal auf, mich zuzulabern. Entschuldigung. Wir sind das Kommentatorenteam, unser Job ist das, auch zuzulabern. Nein. Der Job von Kommentatoren ist, nicht mit den Fahrern zu sprechen. Ja, das Problem ist, die Fahrer sind im gleichen Call wie wir.
Ja, Wahnsinn, jetzt ist der Schulter dann doch mal in die Box gefahren. Yippee-yay. Julian, tut mir leid, dass ich nicht sofort darauf antworten konnte, was passiert ist. Ich musste erstmal damit klarkommen, dass ich gerade nicht von der Strecke abgeflogen bin. Ich wollte doch gerade gar nichts Böses. Ich habe doch nur spielerisch nachgestochert. Und ja, aber ich war gerade in einem Zustand, in dem ich froh war, dass mein Wagen noch ganz ist und dass ich weiterfahren kann. Und da brauchte ich erstmal eine Sekunde für mich. Denke dir jetzt den Hundeblick. An der Stelle ist es ganz schlimm, wenn dich dann einer zukreuzt. Ne, sehe ich nicht. Text. Muss es nur ausblenden, Tobi. Blendet ja schon vieles aus, aber meistens klappt es nicht, wenn ich angesprochen werde direkt. Mit Namen. Ja, doch, das kann ich auch ausblenden. Du hast mich dazu gebracht, noch einen Schluck Bier zu trinken. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt gut. Jo. Warum lächelt dieser Flaschenöffner? Ich glaube, mit einem traurigen Flaschenöffner könntest du kein Bier öffnen. Doch. Du kannst mit fast allem Bier öffnen. Yes, ja, ich finde es irgendwie auch so das Schlimmste für einen Sportler ist, wenn er rausgeflogen ist und gerade selbst damit klarkommt und das verarbeiten muss, wenn er dann sofort Interviewfragen gestellt wird, woran hat es gelegen? Ja, deswegen, woran hat es gelegen? Wo ist das in der Formel 1? Aber deswegen ist doch der Hamilton auch abgehauen, wo er nur Zweiter geworden ist vom 18. aus. Weil man sich ja dann das Lob hätte abholen müssen. Nein. Aber ich finde es gerade so Interviewer vergessen mal gerne, dass sie mit Menschen reden und nicht mit Maschinen. Tobi. Nee, Redakteure gehen oder Journalisten gehen teilweise hin, ja, und weiß ich nicht, bestechen Verwandte bei irgendeinem Todesfall oder sonst irgendwas, um Informationen zu bekommen, um ein Interview zu bekommen. Ja. Dann glaub mal, dass die hingehen. Ich eigentlich auf die Fresse hauen am liebsten. Ja, ich meine, dann glaub mal, dass die hingehen und also zum Beispiel, ich meine in der ja, das wirst du nicht mehr erinnern. In der Doku vom Unglück von Brühl war das, meine ich. Da sind die hingegangen und haben erzählt, ja, sind teilweise Journalisten hin und haben sich Rettungswesten beschafft, um Bilder von dem Unfall zu kriegen, also von den Gleisen direkt. Ja. Also. Ja, und solchen Leuten müsste man genauso Strafen geben wie Gaffern. Ja. Sind ja Gaffer nur im großen. Wir sind nur Gaffer, nur sind die gut bezahlt. Also je besser die gaffen, desto besser werden die bezahlt. Das ist richtig, aber. Also ist das Problem eher das System und nicht der einzelne Journalist. Richtig. Das ist genauso die Scheiße mit Paparazzi. Ja. Die würden ja auch in jedem Dreck rum, um Promis abzulegen. Papierazzo. Was interessiert mich, was der Promi tut, solange er einigermaßen guten Schauspieler spielen kann oder Musik machen kann? Relativ scheißegal, was in diesem Promi ist. Der LKW aus wie so eine Straße. Nicht irgendwelche Filme gucken. Das denke ich mir auch die ganze Zeit, wenn ich da dran vorbeifahre. Jo. Sag mir Bescheid, wenn er zu sehen ist. Das aussieht wie so ein Stromabnehmer, ne? Ja. Komm aber nie dazu, mir das Ding genauer anzugucken. Ja, ist sehr schön. Du fährst da ja auch mit hoher Geschwindigkeit dran vorbei. Also Aufgabe für Julian und Larissa, einfach mal zugucken an der Stelle und sagen. Dann ist das an der Stelle eine Aufgabe für Larissa, weil. Ja, herzlichen Glückwunsch, James. Nix, er wollte mich vorbeilassen und hat es geschafft, sich so vor mein Auto zu stellen, dass ich vor der Box, hier vor der Busstop-Schikane, mir alles abgedrödelt habe. Das tut mir leid. Also ich bin froh, dass gerade der Reifen da dran ist. Tut mir leid. Und das war's. Ja, Bottas freut sich auch. Bist du noch eine Runde super? Ich freue mich auch. Nee. Weil du keine mehr hast. Das war ja schon der angefahrene Satz super. Achso, scheiße. Ach, du hattest das auch, dass du keinen frischen mehr hast? Ja. Auch völlig nachvollziehbar, mir geht das gerade nur auf die Eier wieder, weil das war wieder nicht mein Fehler. Ständig sagt ja auch keiner, dass es dein Fehler war. Ja, deswegen geht's mir noch mehr auf die Eier, weil das wieder so ein typischer Fall war von KI, weiß nicht wohin, geht von der Ideallinie, aber wird nie langsamer. Dann steht sie neben dir und du hast keinen Platz. Und dann rutscht du über den Körb und bist froh, dass der Reifen da dran ist. Ja, das hatte ich da mit Eriksson vorhin auch. Ja, nur bei dir ist nicht der gesamte Frontflügel drauf. Nee, weil ich
so dieses Verhalten eigentlich schon erwartet hatte, als er aufs Gras gefahren ist. Er war ja nicht auf dem Gras, er war in der Mitte der Strecke, hat er nur zugezogen. Ja, ich glaube, das Rennen nicht vorbei. Das stimmt. I want to jinx it. Jinx, jinx, jinx. Also echt. Cool fand ich übrigens, dass Jeff mir gesagt hat, ich soll doch eher S hochdrehen, genau in dem Moment, als Matthias abgeflogen ist. Sehr sympathisch. So, der Motto, nutz deine Chance. The time last lap was a 1:51.6. Naja, jetzt liefert sich Matthias das Battle mit Tobi. Ich glaube, das geben Tobis Reifen nicht mehr her, das Battle. Bottas ist auch weg, 16 Sekunden. Ja, Bottas, der fährt konstant vor mir weg, seitdem er in der Box war. Ja, der hat 13 Runden auf seinen Reifen. Boah, ist das doof. Alter! Ey. Was passiert denn? Full course caution. Bottas hat Nee, Van Dorn hat mich voll weggekickt. Slow down, maintain positive delta. Ja, ist heute wieder richtig gut drauf. Leider gerade an der Box vorbei. Aber das mit dem Safety Car, das tut uns doch allen gefallen, oder? Ja, im Prinzip schon. Ja, hab ich gut ausgelöst. Es ist wieder so typisch, James. Ja, komm, gib mir die Soft. Ist okay. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative. Hey, Van Dorn hat mich da echt voll weggekriegt. Fand ich nicht okay. Das glaube ich dir gerne. Ich meine nur, dieses typisch James ist halt, du drehst aus der Situation dann dein Vorteil. Oder du siehst es dann positiv, indem du sagst, ja, habe ich gut ausgelöst. Ja, ist auch. Ist natürlich das war ja das weniger mein Vorteil. Ich, unter normalen Umständen, ich habe die besseren Reifen geholt und war damit schön. Du kannst Bottas noch sehr locker kriegen. Ja, jetzt ja. Matthias, das war auch in keinster Weise irgendwie kritisierend, die Aussage. Das war halt nur in die Richtung, fand ich jetzt lustig. Ja, alles entspannt. Ne? Kommt mir noch sehr entgegen. Bitte nicht. Wenn dir jemand entgegenkommt, dann ist das auf der Rennstrecke nicht so gut. Ja. Wo soll jetzt der LKW stehen, der aussieht wie eine Straßenbahn und eigentlich keine ist? Direkt noch auf der Camel Straight. Okay. Camel Straight ist die gerade nach Aro Rouge. Direkt links. Vielen Dank, Tobi. Da ich keine Map mehr sehe. Ja, Aro Rouge ist das, wo man so schnell links den Berg hochfährt. Genau. Sag mal, sag einfach mal jetzt. Also Matthias fährt jetzt auf die gerade zu Urbusch. Ja. Das heißt danach da. Wenn die TV-Kamera mitspielt, ne? Also. Und jetzt kommt auf der linken Seite Urbusch gleich. Ist allerdings nur. Ja, das ist Radillion, ist klar. Und da ist das obere ist Radillion. Ein weiß-roter? Das ist Radillion. Das ist ein LKW tatsächlich. Jetzt habe ich auch mal drauf geachtet. Ich habe nicht viel davon gesehen, weil die Kamera war ein bisschen. Eben, das Thema, die TV-Kamera muss halt mitspielen, ne? In dem Moment. Also aus der Fahrersicht, also aus der normalen Dritte-Person-Kamera, siehst du das alles perfekt. Ja. Bleib hinter Stroll. Ja, die dürfen ja gleich noch die Safety-Car überholen. Ja, bitte. Ey, der hat da irgendwie. Lap Cars so may overtake und so, ne? So ein Kamerawagen obendrauf, das aussieht wie eine Oberleitung. Ja, ja, das ist richtig. Bleib hinter Schulte. Gut. Dadurch, dass unsere Box nicht auf Zack war, ist ja Tobi, dass das nicht funktioniert hat, was du davor hattest, hätte ich dir auch sagen können, direkt hinter Minibox zu fahren. War nicht direkt hinter dir, ich hatte einen kompletten Sektor Abstand. Ist mehr oder weniger direkt hinter mir gewesen. Weil als du in die Box gefahren bist, bin ich auch in den dritten Sektor reingefahren.
Ja, sag ich, aber du warst ja, wie gesagt, fast hinter mir. Der dritte Sektor okay, ist es wird zeitlich nicht so lang. Ja, aber in echt hat Red Bull das auch schon mal geschafft. Da standen die da mit zwei Teams eben. Ja, Tobi, das ist ein dann Spiel. Wieder wenn das ja, das kann man mal simulieren. Vielleicht sieht es das im 19er auch vor, dass sowas passiert. Ich bin. Hatte halt das Pech, ich war gerade an der Boxeneinfahrt vorbei, als das Safety Car ausgelöst wurde. Das muss ich aber schon sagen, so ein bisschen gespannt bin ich aufs 19er ja schon. Aber nicht in der Art und Weise, wie ihr das halt seid. Bisschen gespannt da drauf. Ja, ja, ich meine, ihr seid da ein bisschen hyped drauf, aber. Och nö! Was passiert? Was machst du denn da? Stroll ist halt langsam. Ja, Jeff, es wird schon gehen. Jetzt mal in die Box fahren lohnt sich so absolut überhaupt gar nicht. Ja, ich muss wahrscheinlich. Kann aber schneller fahren. Der Bernd, bitte. Während das Brot. Sieht gerade sehr witzig aus, wie alle hintereinander herfahren. Ja, die klassische Safety-Car-Kolonne. Ist das nicht jetzt langsam auch mal die dritte Runde? Ach ne, da dauert ja hier ein bisschen länger auf der Strecke. Müsste jetzt die dritte sein, eigentlich. Ja, ja. Dürfte, oder? Wie lange dürfte nicht mehr dauern? Ja. Also mittlerweile hat Matthias sogar noch Chancen. Also James, ich würde ja gerne schneller fahren, ne? Ja, aber ja, ich mach dir doch gar keinen Vorwurf. Der Strolle, der ist halt einfach sehr lustig drauf. Ja, ich mach dir doch überhaupt keinen Vorwurf. Nee, ich mein's jetzt auch gerade jetzt in dem Moment, weil das geht mir gerade selber auf den Keks. Flügel ist halt gelb. Das ist doof. Gott sei Dank ist er links gelb. Hilft das auf der Strecke? Was macht der denn da? Ich weiß es nicht, ob es hilft, das werde ich gleich rausfinden. Weil, also ich kann berichten, rechtsgelb ist schlecht. Ja, weil hier sehr viele Linkskurven sind. Richtig. Die Rechtskurven sind Gott sei Dank fast alle relativ langsam. Es ist halt auch nur gelb. Bis auf die eine am Anfang vom dritten Sektor, ne? Das ist ja Vollgas. Oh, Strollololololol. Das ist richtig. Strollololololololol. Der hat offensichtlich noch eine Runde. Ja, aber das kommt sehr spät, die Nachricht. Naja, Ende dritter Sektor würde es normalerweise kommen. Ne, zweiter noch. Ende dritter Sektor wäre doof. Genau, Ende zweiter, ja, Anfang dritter. Wer fährt jetzt gleich einfach rein, Matthias? So trollolol. Wir müssen entweder ohne Erfahrungspunkte sammeln. Boah. Das sind mittlerweile nicht mehr ganz so viele. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du pitzt, dann am besten jetzt, ne? Ja. Wir müssen immer noch 11 Millionen sammeln, aber es geht doppelt so schnell. Ich hoffe, die geben mir jetzt die richtigen. Medium? Ja, die haben mir die guten gegeben. Nee, nicht Medium. Am Arsch Medium. Tobi, du bist... Tobi ganz leise mit dem Inters. Schön. Ah, ja, Tobi, okay. Inters. Manchmal finde ich den Jungen lustig. Danke. Wenn, wenn er kein Topius Joke macht, dann finde ich den Jungen lustig. Tobi, vier Stück habe ich. Vier Inters. Zwei vorne links, zwei vorne rechts. Zwei vorne links? Yeah, ich habe zwei Sätze gleichzeitig draufgeschraubt. Damit die Grip haben, weißt du? Ja. Das Schlimme ist, ich habe es gerade nicht mal hinterfragt, bis Tobi das gemacht hat. An jeden Reifen, anderen Reifen. Nee, echt nicht. Ich bin jetzt gerade so in Final Fantasy vertieft, dass ich einfach gedacht habe, jo, passt schon irgendwie. Wie bist du darin vertieft? Du musst doch gar nicht nachdenken. Ja, ich weiß, aber ich muss mich auf deine Sachen konzentrieren. Ich bin ja nur auf die 15 zurückgefallen. Trinken. Das geht ja. Du musst X drücken. Boah, die Strecke wird auch nicht weniger stupide, wenn man sie langsam fährt, ey. Mann, die Strecke. 39 von 44. Alter!
bis zum Ende. Wirklich gesagt, Tobi. Bis zum Ende des Rennens gibt's jetzt Safety Car. Hat ja keiner mitbekommen. Ja, Hau-Kamm-Syndrom. Ja, das ist jetzt auch die dritte Runde, weil die erste war ja im Prinzip so mehr oder weniger noch die Safety Car kommt erstmal raus. Ja, der steht ja, ist auch wieder nur. Er wartet ja dann nur hinter Schaltziel. Ich bin vergesslich, was hat das nochmal ausgelöst, das Safety Car? James war das. Ach, James war das. Van Dorn hat mich in die Wand geschubst und... Ich drücke die Daumen, Matthias. Safety Car in this lap. Ja, sicher. Nur fühl dich trotzdem supported. Ne? Also alles. Ja, lass spannend, mich jetzt einfach nur konzentrieren. Dann ist alles gut. Das kriege ich ausgeblendet, das ist kein Problem. Sag mal, Matthias, was hast du jetzt eigentlich vor? Willst du gewinnen? Meinst du, nee, ich fahre jetzt in die Box, hier nochmal Mediums drauf. Achso, sicher, sicher, sicher. Ich würde Full Reds nehmen. Das habe ich in Abu Dhabi gemacht, das kann ich nicht empfehlen. Gemeine ist, dass ich vor dieser... Ich glaube, ich darf hier schon überholen. Na gut. Du wurdest gerade wieder... Stroll, dann fahr doch auch, du Pissnelke! Ja, dann nicht. Ja, ist gut. Was ist da einer am Arsch stehen, Matthias? Ja, ist gut. Ist gut. Ja, Matthias ist, Ist gut, macht Spaß. Return hier gar nichts. Ah, Matthias, was passiert? Bullshit ist nee. Passiert. Das war's. Nee, nein. Ich lebe noch! Ich lebe noch! Nein, doch! Oh. Da hätte er mich fast nur mitgenommen. Ja, da hatte ich aber keine wirkliche. Oh, das ist doch. Das ist. Ja, Matthias, ich kann dich beruhigen, ich muss auch nochmal in die Box. Nee, ich nicht mehr. Oh, das hat war. Oh, da bin ich aber ganz unglücklich in die Wand geschleudert. Ja, jetzt ist. Hol mir jetzt die Softreifen wieder. Ups, mehr oder weniger. Konnte das denn passieren? Wird dann ein punktloses Rennen. Wie punktloses Rennen. Für Tobi, der kann ja noch Punkte holen. Nee, für mich. Ja, richtig. Ich find's geil, wie Tobi die ganze Zeit halt einer. Tobi hat jetzt gefälligst zu gewinnen. Kann jetzt die scheiß Kamera mal umschwenken? Wir wissen, dass das Auto da steht. Danke. Ja, ich sag schon. Nee, du warst gar nicht gemein, aber das Spiel, das sollte das eigentlich automatisch machen. Warum ist Eriksson so lange? Hast du Eriksson auch noch getroffen irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Kontrolle mehr. Ich wurde in der Eau-Rouge angeschoben und wusste nie mehr, wo ich bin. Das habe ich gesehen. Aber was ist denn davor passiert? Da bin ich einfach zu schnell rausbeschleunigt, weil mich wer irgendwas geschoben hat. Zumindest habe ich das so gefühlt. Also, Matthias. Und dann habe ich mich weggedreht und war der Flügel weg. Und dann hatte ich schon wieder Motivation. Ich konnte das ja von da aus, wo ich war, nicht sehen. Ja, alles gut. Matthias, du hast dein Bestes gegeben, das Spiel wollte es leider nicht, aber... Ja, ich weiß, ich habe eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Das erste Mal, dass ich wirklich mit einem PS4-Controller spiele. Das ist furchtbar. Ganz schlimmer Controller. Eigentlich finde ich den voll okay. Ich bin zwar Xbox-Controller gewöhnt, aber eigentlich finde ich den PS4-Controller voll okay. Die Dinger, die beiden Sticks sind so dermaßen blöde platziert für meine großen Hände, dass ich damit absolut Krämpfe bekomme, wenn ich damit okay, länger also als eine halbe Stunde spiele. Das finde ich von der Platzierung her in dem Fall tatsächlich okay, weil die Sticks so ein bisschen, also beim PS3-Controller waren die ja nur konvex. Was und dann die? Bist du immer abgerutscht. Konvex. Was waren die? Konvex. Ah. Hm. So, und dann bist du immer abgerutscht, aber die haben hier so ein bisschen eine Einbuchtung mit drin, dann ist das ein bisschen angenehmer. Ja, kriege ich trotzdem Krampf in der Hand. Guck mal, bei Stroll zeigen sie schon mal provisorisch keine Zeit mehr an. Tobi, bist du schon Erster? Nein, Bottas ist sowas von krass weggezogen. Tobi, fahr schneller. So, meine Damen und Herren,
Wie heißen sie? Ach, scheiße. Heißen sie willkommen in der Kommentatorenkabine? Heiko Wasser und, wie heißt der andere? Christiane Danner. Christiane Danner am Start. voll motiviert, kommentieren wir auch den Rest des Rennens für sie. Ja, ist gut. Jetzt ist aber mein DRS kaputt. Das ist perfekt. Das Rennen läuft einfach super, meine Damen und Herren, wie Sie mitbekommen. Die beiden Ferrari sind leider schon ausgeschieden bei dem Red Bull, bei dem, bist du der Verstappen-Red Bull oder bist du der... Tobi ist Verstappen-Red Bull. Du bist ja... Wer ist der andere Red Bull? Ricardo Red Bull. Ricardo Red Bull ist leider das DRS gerade ausgefallen. Wir schauen mal, was das Rennen in den letzten Runden noch so gibt. Wir haben übrigens drei DRS-Zonen, meine Damen und Herren. DRS-Zonen. Hier haben wir nur zwei. Wir haben nur zwei DRS-Zonen. Ja, ich bin Heiko Wasser, ich habe keine Ahnung von dem Sport. Ich kommentiere es trotzdem. Und Tobi Hülkenberg kriegst du noch. Tobi Hülkenberg ist gerade auf der Strecke. Ist richtig. Kann ich noch ein Safety Car kommen? Das wäre natürlich nicht mehr... Verzicht auf Safety Car. Ich glaube, das bringt halt auch nicht mehr so massig, ne? Nee. Ja. Dann schauen wir doch jetzt, dass das Rennen ein Ende findet. Zwei Runden. Und verbuchen den Abend als Teilerfolg. Ja, für Tobi ist das alles nur in Ordnung. Richtig, deswegen Teilerfolg für Team Ferrari leider nicht. Matthias, meine tiefsten Entschuldigungen. Zum Teil habe ich auch selber verbrochen. Ich wollte zu sehr gewinnen. Und James, was ist denn... Ich habe den Rest leider nicht mehr bekommen. Du bist nach der Safety Car fast abgeflogen so ein bisschen, ne? Ja, da habe ich mich halt durch die Orange gedreht. Ich wollte gerade sagen, nach der Safety-Car-Phase habe ich erst in die erste Kurve zu spät gebremst, mir da über den Flügel angehauen und... Jo. Das tut mir natürlich... Dann hat Matthias mich noch seitlich getroffen. Ja, da konnte ich aber leider absolut... Sag ich auch gar nicht. Sag ich auch gar nicht. Ich habe ja gesehen, dass du da absolut keine Kontrolle über dein Fahrzeug hattest. Also ich finde, da hätte man mir auch noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe für gegeben. Das heißt jetzt Kontrolle. Du, was war das? Das ist nicht hilfreich, was du da machst. Das auch nicht. Hüki! Komm, lass uns mal vorbei! Der hat sich das verdient! Kontrollverlust. Meine Damen und Herren, das Rennen der Kontrollverluste, So, was sagt Heiko? Na, was ist denn Hülkenberg sonst eigentlich noch? Ja, Hülkenberg hat mich halt beim Restart gebreakt, testet, ne? Irgendwas Dämliches mitgenommen. Heiko Wasser ist natürlich. Es regnet gerade, meine Damen und Herren. Sie haben es gehört von Christiane. Wie heißt sie noch? Danner, genau. Ich bemühe mich ja auch noch, das Auto nach Hause zu fahren. Das Gewitter in Dortmund ist schon wieder vorbei. Ja, hier ist es noch nicht mal angekommen, obwohl meine Handy-App die ganze Zeit sagt, es gewittert. Ja, die Handy-Apps, die sind da leider auch immer ein bisschen. Normal stimmt das, was die Handy-App mir sagt. Das ja, ist genauso, das ist richtig. Wie heute Morgen um 11 Uhr meine Mutter so zu mir so, ja, in einer Stunde ist Gewitter. In einer Stunde, wir sind immer noch im Pool. Ja, in einer Stunde ist erst Gewitter. Hast du das nicht schon vor einer Stunde gesagt? Ja. Prinzipiell schon. Letztes Mal Orange. Ich finde Strolls Abstand sehr interessant. Ja. Ich habe auch tatsächlich nach dem Safety Car einen Fehler gemacht, das muss ich ja auch sagen. Ich habe Stroll halt direkt überholt und nicht an die Überhollinie gedacht. Das hat vielleicht ein bisschen Dynamik reingebracht, aber selbst das erklärt nicht die ganze Scheiße, die danach passiert ist. Das ist absolut korrekt. Ich muss auch noch herausfinden, wer mir da in der Orange den Schubs mitgegeben hat, der mich dann so lustig durch das Ding da driften sehen. Ich muss also in dem Fall dich leider enttäuschen, weil wir haben es zwar auf Kamera gehabt, aber leider nicht. Ja, ich werde das schon noch in der Nachbereitung bestimmt noch herausfinden. Das ist nicht die Strecke, Tobi. Danke. Bitte. Dafür sind wir ja da, ne? Ach. 44 Runden sollte ich wissen, wo die Strecke ist, oder? Matthias, du machst ja eine Nachbereitung? Ja, die Szene gucke ich mir nochmal an. Ah. Ich muss das Ding ja einmal ins Rennen anstecken.
Auch Ungarn ist ja, Ungarn ist ja schon hochgeladen, das ist ja alles entspannt. Ich glaube aber tatsächlich, muss ich sagen, wenn ich wenn ich wirklich wieder anfange mit YouTube-Videos, würde ich nochmal in ein Videoschnittprogramm investieren. Um ehrlich zu sein. Boah, ich hasse diese Kurve. Nee, ich nicht. Bin mit Shotcut sehr zufrieden. Ja. Für meine Zwecke reicht das. Stört tatsächlich, und das muss ich ehrlich sagen, ich bin von Magix zwar jetzt nicht die perfekte. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz, Tobi. Genau, GZ, Tobi. Ich bin von Magix tatsächlich nicht die perfekte Erfahrung gewohnt. Ach, Julian, Movie Studio. Aber, hast du von Carsten dann nicht sogar einen Kiefer bekommen? Nee, er hat doch diese anderen Magix-Sachen, oder nicht? Ah, nee, Movie Studio ist ja mittlerweile von Magix. Ja. Ja, irgendwo habe ich den bestimmt. Ich habe den Hülkenberg die letzten Runden einfach nicht mehr gekriegt. Nee, ich hab's gesehen. Ich hab Vollgas, ich bin ja durchgehend auf Fett gefahren, ich hatte ja noch genug. Aber Tobi, du hast dein Ziel erreicht, du wolltest Top 3 werden, du bist Top 3. Tatsächlich. War nicht so in der Reihenfolge wie geplant, aber... Und du darfst anmoderieren das nächste Mal. Ach geil, da kann ich ja die italienische Nationalhymne singen. Warte, hä? Ja, genau. Pissrennen. Ja, durchaus. Scheiß Ende. Ja, meine ich ja. Ach, warte mal. Wäre das mit Van Dorn nicht passiert? Ja, hätte Fahrradkette. Dann hätte ich sicher das Rennen gewonnen. Immerhin hat der Mercedes gewonnen, der ein bisschen sympathischer ist. Ja, das ist richtig. Und Hülkenberg hey, ist Level 25! Ist ja auch nicht gänzlich unsympathisch. Hey, wait, dazu, Level 16,5! Und oben hat sich einfach mal nichts getan in der Reihenfolge, außer dass Tobi näher rangekommen ist. Ja, ich bin nur noch auf 14 Punkte hin. Ja, das ist richtig. Aber Italien kann ich. Ja, Tobi ist näher rangekommen, ich ansonsten hat sich da nichts getan, weil die ersten drei ja rausgeflogen sind. Doch, ich habe Bottas auch mit näher rangebracht. Und der ist auch mit mir auf 3 Punkte aber, auf die Pelle. Aber gerückt. Tobi, ganz ehrlich. Ja. Zwischen mir und Bottas sind 66 Punkte. Ja, ich habe Bottas halt mitgebracht. Ich hab das gedacht, ist jetzt so mein Niveau, der nicht das wäre, aber ich muss für mich, dass Bottas mich nicht noch einholt. Das wäre für mich wesentlich bitterer gewesen, wenn Hamilton und Matthias nicht ausgefallen wären. Hä? Das ist richtig. Ja, Konstrukteurrangliste sieht gut aus für uns. Doch. Ja, der James Jacoti hat aber gut Strafen gehabt. Ah, lol, da oben. 3 hatte ich. Ne, 3. 2 Stop and Go stehen hier und eine 3 Sekunden Strafe. Ich muss jetzt gerade nochmal ein Interview geben. Eine Stop and Go hat er abgesessen. Nein, ich hatte 2. Ich hatte 2-mal, also 8 Sekunden. Ja, aber in der Rennleitung stehen tatsächlich 2. Ja, aber du musst bedenken, dass er eine Stop and Go Strafe vielleicht in seinem Boxenstopp schon abgesessen hat. Ja, das ist richtig, aber das sind ja trotzdem 3 Weil Strafen nicht erfüllte Stop-and-Go sind, 5 Sekunden hat er unten bekommen. Ja, aber es sind dann trotzdem insgesamt 3 Strafen. Nein. Was? Nein. Eine steht hat er nur schon abgesessen. Ja doch, aber bei mir steht hier ich einmal... Ich habe das Stop-and-Go ja erfüllt. Ja, aber bei mir steht hier einmal James Jacoti 3 Sekunden Strafe für Kurva gekürzt. Dann steht einmal James Jacoti schwere Kollision mit Perez verursacht, Stop-and-Go. Dann steht einmal James Jacoti gelbe Flagge ignoriert, Stop-and-Go. Also bei mir steht nicht erfüllte Stop and Go 5 Sekunden. Bei mir steht Kurve abgekürzt 3 Sekunden. Ja, das steht ganz unten bei mir Paris, auch. Stop and Go ja. Und wenn du in die Rangliste, hier in der Ergebnisliste guckst, dann blinkt da nur mal 2, 8 Sekunden. Ja, das glaube ich auch. Alles. Korrekt. Nur also er hat 3 Strafen bekommen, das ist richtig, aber er hat nur 2 am Ende des Rennens oben drauf gerechnet. Ja, das ist schon, das ist schon... Absolut korrekt. Korrekt zusammengefasst. So, meine Damen und Herren, fangen wir hinten an. Ja, Julian. Hi. Ein Rennen, was ich nicht wegwerfen wollte, was sich leider so ergeben hat, durch, ich weiß gar nicht mehr, genau, durch ein unglückliches Fahrmanöver gegenüber, ich glaube, Stroll. Wenn es Fehler gab, ist es immer Stroll. Ja, ich glaube auch, es ist Stroll. Es ist einfach der Sündenbock. Es ist leider passiert, dass ich den Flügel verloren habe. Und auf dem Weg zur Boxengasse hat sich dann leider mein Rad dazu entschieden, demontiert zu sein. Schade finde ich das. Ich hatte mich ja auf dem 3. qualifiziert. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass da was draus werden könnte. Ist leider nicht. Wir schauen mal, nächstes Mal kommt Italien. Die ist ein bisschen angenehmer, die Strecke.
Ich fahre sie lieber als Belgien, muss ich sagen. Ich bin da noch nicht einmal angekommen. Von daher schauen wir mal. Also ich bin bisher mal durch Spielfehler in Italien ausgeschieden, deswegen hoffe ich, dass das diesmal nicht passiert. Und wir schauen einfach mal. Wie gesagt, ich kann nur das gleiche sagen wie nach jedem Rennen und vor jedem Rennen. Gucken wir mal. So, Matthias, gut. Du bist dran. Sollte? Ja, war ein Kotzrennen, weiter. Gut. James. Ja, war nicht schön am Ende des Rennens. Also stimmst du Fehler mit meinerseits? Bein? Nein, am Ende des Rennens haben sich Fehler meinerseits leider gehäuft und war ein bisschen unkonzentriert. Passiert. Auf Bobby, jeden Fall, gerade bei den Temperaturen. Zwischendurch von einer der letzten jetzt zum dritten Platz hochgestiegen. Wie empfindest du das? Ja, ich bin enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat. Möchte ich nochmal ganz klar betonen. An dieser Stelle. Aber er hat den dritten geholt. Seid doch mal ruhig, ich bin dran mit dem Interview, nicht ihr. Hast du was gehört? Ich hab nichts gehört. Moment, Bobby, sprich. Ich bin ein bisschen traurig, finde ich es schon, dass ich der Einzige bin, der sich jetzt über den Ausgang dieses Rennens freuen kann, so wirklich. Also ich hätte mir mehr gewünscht, wenn ihr auch angekommen seid mit Punkten. Gewährt mit Punkten. Ich bin angekommen, aber ich hätte mir doch gewünscht, dass du gewinnst. Ja, schön, dass du dir gewünscht hättest, dass ich gewinne. Dann sag das bitte Bottas, dass er da nicht mit seinem Mercedes so einen Power Restart hätte machen sollen. Und Hülkenberg, dass er mich nicht breaktesten soll. Ja, ich bin zufrieden mit dem dritten Platz. Das Rennen sah zwischendurch überhaupt nicht so aus, als ob ich überhaupt Punkte hole. Dann sah es nicht so aus, als ob ich in die Top 3 komme. Da bin ich jetzt gelandet. Und daher zufriedenstellend. Du kannst weitergehen eigentlich. Also. Ich hab die schnellste Runde. Das gibt auch ab nächster Saison einen Punkt. Nicht auf dem Platz. Nicht aber trotzdem fürs Ego. Ist das ab 10 aufwärts oder was? Ja. Yep. Okay. Nee, 10 abwärts. Doch. Ah, 10 abwärts. Jo. Guck immer nach oben. Bück dich hoch, James. So. Und damit bedanke ich mich dann auch fürs Tschüss. Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche in Italien wieder zum letzten Rennen in F1 2018. Ja, alles so läuft wie geplant. Tschüss. Tschüss. Tschüss.